Na, Frau Henneberger, die Räumung findet doch statt, weil der grüne Wirtschaftsminister mit RWE einen Vertrag gemacht hat, in dem gesagt wird, Lützerath darf weggebaggert werden. Das kann man ja richtig oder falsch finden, aber Fakt ist, das hat ein grüner Minister ausgehandelt. Das wurde dort ausgehandelt, aber ich finde es immer viel zu einfach, nur auf die Grünen raufzuhauen, weil wir haben ein gesamtes Problem. Wir haben ein Problem der Gesetzeslage, wir haben ein Problem des Kohlekonzerns, wir haben ein Problem der Koalitionspartner. Und dass die Klimakrise in ihrer Dringlichkeit immer noch nicht so behandelt wird. Das verstehe ich auch. Aber deswegen ist es so enorm wichtig, dass sich halt Menschen weiter engagieren. Ja. Sie sagen, über all dem steht das Klima. Aber Sie haben ja zum Beispiel auch ganz bewusst gesagt, wir verzichten auf die Atomkraft. Die hätten Sie auch lassen können, wenn es nur um das CO2 gegangen wäre. Also Sie haben schon eine sehr bewusste Entscheidung gefällt, die dazu führt, dass wir mehr Kohle verstromen. Unter Grünen. Also die Ursache des Problems ist, dass jahrzehntelang die Energiewende verschlafen worden ist. Dass das Energieeffizienzgesetz jetzt Monate gebraucht hat, bis man sich geeinigt hat. Und was jetzt wichtig ist, ist, dass alle Menschen verstehen, wie dringlich die Klimakrise ist und dass wir die Krisen auch nicht gegeneinander ausspielen dürfen. Frau Henneberger. Atomkraft ist keine Lösung, das sehen wir in Frankreich. Frau Henneberger, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.